Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Challenge bei Rayman Legends. Es geht mal wieder in Murphys Katakomben, wie so oft, und wir müssen 1437 Meter schaffen. Die Entfernung ist eigentlich bei der Normal-Challenge recht gewöhnlich eigentlich. Ja, so hoch müssen wir oder so weit müssen wir oft kommen. Gut, vom Schwierigkeitsgrad her geht's eigentlich. Das heißt, wir haben jetzt gerade bis zu 900 Meter haben eigentlich sehr, sehr viele Elemente, die sehr, sehr einfach ist. Auch 1200 Meter sollten eigentlich für viele noch zu erreichen sein. Allerdings wird das Ziel sich sicherlich heute noch ein bisschen verschieben, da ja, gegen später werden sicherlich noch einige gute kommen. Und das Ziel ist heute eigentlich, oder gerade die Goldgrenze ist heute eigentlich sehr, sehr einfach zu schaffen, wodurch das eigentlich noch sehr, sehr viele dann weiter hochtreiben werden, denke ich, so aus dem Gefühl raus. Gut, hier müssen wir über die Seile jeweils immer Sprung, Schlag, Sprung, Schlag drüber und auch hier drüber ein zweiter über dieses weiter hier den entsprechend runterziehen. Den zweiten können wir eigentlich auch ignorieren. Hier auch wieder das Ringe-Spiel, einfach immer eins weiter gehen und schon sind wir hier wieder an den Seilen. Das ist auch noch was recht Einfaches und bekommen auch hier schon die 600 Meter Pause. So, es zieht weiter mit der Schwierigkeit ein bisschen an. Hier setzen wir uns hoch. Hier einmal runterfallen lassen, hier drüber springen, schön. Auch den hier wieder hochziehen, den zweiten auch hochziehen. So, hier schieben wir uns rüber, den oben runtersetzen und bekommen auch hier nochmal einmal dieses Seile spielen. Immer Sprung, Schlag, Sprung, Schlag. Hier nach oben, jetzt wird wieder ganz schnell die gelbe Taste gedrückt, damit wir das Ganze hier ein bisschen hochsetzen können. Das hier ist gerade für Leute im Bronzebereich natürlich am Anfang immer noch eine große Herausforderung. Und wir haben schon die 900 Meter Pause. So, jetzt einmal hier hoch, den ignorieren wir einfach gekonnt, gehen hier drüber, schlagen gleichzeitig die Augen wieder weg, auch hier, der hier kommt weg, den hier ziehen wir weg, weiteres Auge wegschlagen und auch hier nochmal das gleiche, wie wir es schon vorher hatten. Hier auch wieder das gleiche wie kurz vor der 900 Meter Pause. Gut, hier einmal rüberziehen, einmal drüber springen, hier ganz kleiner Sprung durch, zur Not einen Propeller einsetzen, so wie ich ja auch. Und jetzt sind wir eigentlich, schauen wir schon die 1200 Meter Pause. Da habe ich mich ein ganz klein wenig versprungen. Der Teil ist natürlich leicht. Den hier haben wir jetzt auch schon zum dritten Mal. Sollte also auch kein Problem sein. Und das ist eigentlich auch der Grund, wieso ich denke, dass es heute eigentlich recht einfach ist. Hier habe ich mich leicht versprungen. Dachte schon, ich sterbe jetzt hier. Das war mein zweiter Versuch, den ich jetzt heute hier gemacht habe. Beim ersten habe ich genau die Goldgrenze erreicht, weil ich hier zu spät abgesprungen bin. Hier hauen wir uns durch und jetzt haben wir eigentlich auch schon Gold. Hier gehen wir drüber, hier einmal durch, den setzen wir rüber, damit wir nicht ganz so leicht sterben. Hier auch nochmal die 1500 Meter Pause. Das Element kennen wir auch wieder. Den hier nach oben, damit wir leichter drüber springen können. Den Ring rüber und den verpasse ich leider, weil ich zu langsam bin. Aber 1649 Meter ist eigentlich eine schöne Marke, die können wir heute soweit auch lassen. Wir schauen mal rein, wie viel es bei den Prozente aussieht. Schaffen wir unser tägliches 10% Ziel? Ja, das haben wir. 41 wäre gebraucht, 25 haben wir. Also haben wir eine schöne Grenze eigentlich erreicht. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Runde hier bei der Daily Challenge. Bis dann!